Hallihallo, da sind wir wieder bei Naruto. Also, wir sind wieder am Start bei Naruto, machen hier direkt noch ein paar Gegenstände kaputt. Ich bezweifle, dass wir auch nur eine D-Rang-Mission, ist das, glaube ich, ne? Ja, dass wir das noch voll kriegen. Oh, Selfmade ist, was war das, offline oder war der jetzt online? Schöne Grüße jedenfalls. Weiter geht's. Damit haben wir das auch noch abgehakt. Irgendwie bei Naruto geht die Action immer ab. Da kommt immer irgendeiner online oder schickt Nachrichten oder was auch immer. Jedenfalls geht's jetzt erstmal weiter mit. Ja, ich würde sagen, mit dem Kampf da hinten. Den machen wir doch direkt. Na gut. Also ich bezweifle, dass wir das hinkriegen, dass. Wir, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Gegenstände waren das? 200 Gegenstände sollte man, glaube ich, kaputt machen, um auch nur die D-Rang-Mission da erfüllt zu haben. Das ist nachher noch so viel mehr, da muss man nachher noch 400 und 1000 und ach, keine Ahnung. Tsunade, will you stay out of this? You listen to me. If I do nothing else, I will protect this boy. And why would you, one of the Sannin, risk your life to save a lowly Genin? In order to protect my home, the village hidden in the leaves. To protect the village? Because this lowly little Genin has been chosen by fate to be Hokage someday. What sort of half-baked daydream is that? Who cares about the Hokage? Only a fool would want that job. Playing at Hokage? Count me out, it's a fool's game. Remember the Hokage that have come before, and all they risked to protect the Hidden Leaf and its people. It's only thanks to them that the village has survived, even prospered through such troubled times. This was their dream, and they were willing to gamble everything to achieve it, even their lives. From now on, I'm gambling everything too. I'm putting my life on the line! You poor fool. If you're so willing to throw your life away for one pathetic little brat, I'm happy to accommodate you. Tsunade! Time to wrap things up. Summoning Jutsu! A spectacular battle! Earth-shaking strength of the Sannin! Also eine Schnecke und ein Frosch gegen eine Schlange. Stellt euch das mal in Wirklichkeit vor. Ich glaube, da hat die Schlange ganz gute Karten, oder? Let's get started, shall we? As of today, we are Sannin no more! Let's fight! Okay, wie ich mir schon gedacht hatte, ein finaler Kampf. Oh Gott. Was kann ich hier machen? Kann ich hier irgendwas. Ah, ich werf mal. Achso. Ah, alles klar. Wollen wir mal die Schnecke mit rein spielen? Bam. Oh ja. Einfach mal da hochlaufen. Und ihm in die Fresse hauen. Zack, 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 zack. So muss das sein. Ordentlich Energie abziehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Und bam. Der hat auch gesessen. Und auf in die nächste Runde hier. Schelle links, Schelle rechts. Oh Gott, nein, dran vorbeigelaufen. Ah nein, das war nichts. Das war gar nichts, das war gar nicht gut. Was machen wir hier? Hier werfen wir ein paar von denen.
Hand. Ach stimmt, die könnte man auch werfen, ne? Wie ging das? So geht das. Bam. Und nochmal das Ganze. Und den kriegst du auch noch im Kopf. Oh Gott. Bam. Ja, verdammt. Das hätte uns nicht passiert dürfen. Okay. Glück gehabt. Und wir brauchen wieder ein paar Steine. Hier, fang auf. Und den nächsten in den Korb. Und noch ein Home Run. Und verdammt, nicht getroffen. Ah, so ein Mist. Oh Gott, Hilfe. Ah. Da hat er mich noch irgendwie getroffen. Blöd gelaufen. Aber jetzt kommt erstmal die Schnecke wieder ins Spiel. Bam. Jetzt mal voll rotzen. Und nochmal drauf schlagen. Das geht, also im Augenblick ist es ohne Probleme. Und den nächsten kriegt er auch noch. Zack. So, dann war's. Wir müssen jetzt eigentlich im Endbildschirm landen, sag ich mal. Guck mal, wir kriegen ja auch nichts mehr abgezogen. Das heißt, jetzt kommt gleich die Cutscene oder wie man das auch immer bezeichnet, in der wir Buttons smashen müssen. Ganz viele kleine Schnecken. Was müssen wir machen? Okay, oh. Okay, das war knapp. Das war richtig knapp. Hier habe ich ein bisschen geträumt. Aber okay, wir haben es geschafft. Burn ihn. Haben wir auch noch hingekriegt. Und jetzt. Jetzt mal auf der Schlange sliden, ne? Ja. Los geht's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, das wird knapp. Ah, geschafft. Und auch geschafft. Bam. Yes. Besiegt. Game over, Orochimaru. Und deine Schlange kannst du auch gleich mitnehmen. Conditions fulfilled. Ja, das lief ganz glatt, ne? Haben wir Glück gehabt. Ich glaube, bei einem 100% Run, ich glaube, den hätten wir sogar erfüllt. Also die, wie bezeichnet man das denn? Die Nebenaufträge, die wir da gehabt hätten. Ich glaube, da hätte man nur einen Balken verlieren dürfen oder zwei Balken. What's so funny? I don't need you. Even if you won't heal my arms, there are other ways. What? And I will destroy the Leaf Village. Depend on it. I look forward to seeing you again. Until then, Tsunade, Jiraiya, my dear old friends. Till next time. They've escaped.
Na gut, Orochimaru und sein kleiner Kumpel, wie hieß er nochmal, Kabuto oder so, die haben sich jetzt natürlich verzogen. Und anscheinend haben sie noch einen anderen Plan. Grandma here is gonna be the next Hokage? Is, something bothering you, Naruto? Come on, shouldn't the Hokage be kind and wise and everything? Like the old man used to be? And she's mean and greedy and not that smart. Nothing personal, but it's a big job and I'm not sure she's up for it. All right, that's it. You and me, kid, outside. Here we go. It's deja vu all over again. I may not be perfect, but I'm Hokage now. So I'm not gonna waste my time on some little squirt like you. Hey, quit calling me squirt, all right? Right now I'm just a kid, but I'll be Hokage myself one day! You'll grow up to be a fine man, and a brilliant Hokage as well. Yeah! Okay, let's go home, everyone. To the Leaf Village. Scheint so, als wäre Tsunade doch ganz nett. Dann soll sie mal Hokagen. Heißt es Hokagen? Oder heißt es trotzdem immer noch Hokage? Keine Ahnung. Oh. Also ist er vorhin online gegangen, dann ist er jetzt offline. Alles klar. Mission Success. Wieder einen Haufen Sachen freigeschaltet hier. Müssten wir eigentlich alles mal wieder einsammeln. Ja komm, ich würde sagen, wir rennen nochmal schnell zu den Fragezeichen hin. So missionsmäßig und so machen wir jetzt erstmal, denke ich, nichts mehr. Einfach weil jetzt auch so ein bisschen was abgeschlossen ist wieder. Eine Missionsreihe. Hier können wir ein bisschen was umtauschen. Geht das jetzt eigentlich schon oder geht das noch nicht? Okay, das geht noch nicht. Da rennen wir noch rüber. Bam, bam. Warte mal, wo ist er denn? Ach, da. Da ist er, ja. A-Rang-Mission. Was gibt's denn hier noch so Spektakuläres? Also, wir haben jetzt natürlich das Ding hier beendet, ne, Tsunade-Suche. Genentraining, Chunin-Prüfung, Konoha-Vernichtung, Tsunade-Suche und als nächstes kommt Sasuke-Jagd. Das wird auch richtig geil. Im Augenblick können wir noch nicht antreten, weil wir noch nicht genügend Missions-EP haben. Das heißt, wir werden, denke ich mal, im nächsten Part hiervon noch ein bisschen was machen und dann starten wir auch die Suche oder die Jagd nach Sasuke. Allerdings, wie schon erwähnt, im nächsten Part, hier werden wir jetzt erstmal zum Speichern laufen. Warte mal, sammeln wir die Teile hier nochmal direkt ein. Dünn, 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 dünn. Und jetzt erholen wir uns erstmal von diesem epischen Endkampf. Ich meine, die werden ja noch viel krasser, ne? Wenn man nachher so daran denkt, dass man noch gegen Sasuke kämpfen muss. Da haben wir dann nachher auch endlich den Wachen-Modus, von dem hier andauernd gesprochen wird.
Aber okay. Jetzt wird erstmal gesaved. Und dann hoffe ich, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal, ciao!